Und damit einen wunderschönen guten Tag. Willkommen in der Motorsportarena Oschersleben. Wir sind heute mal nicht auf der großen Rundstrecke, sondern im Dreck hier vorne im Offroad der Kartbahn der Supermoto-Strecke, auf der wir unsere Team GF Supermoto-Trainings durchführen. Und wie das Ganze so aussieht, das zeigen wir euch jetzt. Ja, Supermoto, was ist das überhaupt? Es sind Einzylindermaschinen mit in der Regel 250 bis 450 Kubik und es geht da nicht nur auf dem Asphalt mit Slicks los, sondern auch hier im Dreck. Anders wie beim Motocross wird hier nicht mit Crossbereifung, mit Stollenreifen gefahren, sondern tatsächlich mit Slicks. Alles sehr, sehr technisch, das heißt, der Fahrer macht hier tatsächlich am Ende des Tages immer den Unterschied. Nicht das Material, stellt natürlich die Frage, wie man hier in die ganze Geschichte mal reinschnuppern kann, und da gibt es für Einsteiger und Fortgeschrittene den Intensivlehrgang, der von den Instruktoren Elias und Jürgen Löffler begleitet wird. Das Supermotofahren wird von der Pike auf beigebracht. Und neben dem Offroad geht es dann natürlich auch gerade auf dem Asphalt darum, erstmal so die ersten Schritte hinzubekommen. Richtige Bremstechnik, Körperhaltung natürlich ein ganz, ganz wichtiges Thema, um den allgemeinen Umgang mit so einer Supermoto, die so in der Regel 40 bis hin zu knappen 80 PS letztendlich hat, je nach Leistungsstufe. Und für Leute, die schon erfahren sind, gibt es das freie Fahren auf den Rennstrecken hier in der Motorsportarena Oschersleben in der Nähe von Hockenheim auf dem AMC-Sicherheitsgelände in Kronau und auch in Merrecourt sind wir aktuell unterwegs. Es sind immer so 5 bis 6 Termine im Jahr, die wir dort anbieten, wo halt dementsprechend freies Fahren in 2 bis 3 verschiedenen Leistungsgruppen möglich ist und wie gesagt für Einsteiger und Fortgeschrittene der Intensivlehrgang. Die schönen Momente auf der Rennstrecke, die will man natürlich auch festhalten. Und für diese Aufnahmen gibt es natürlich auch noch einen Fotoservice immer mit dabei, sodass schöne Bilder und teilweise sogar auch heutzutage sehr, sehr wichtig für Social Media Slow-Motion-Aufnahmen gemacht werden können. Renndienst auch eine wichtige Nummer, wenn man mal ein paar Bremsbeläge braucht, Reifen gewechselt haben will oder vielleicht sogar sich für ein neues Motorrad interessiert. Dann auch ganz wichtig, dass dort unser Rennservice letztendlich vor Ort mit präsent ist. Und ich würde sagen, wenn du weitere Fragen hast, dann schau einfach mal auf unserer Homepage www.teamgf.de vorbei, melde dich bei Fragen und dann sehen wir uns vielleicht hier oder auf einer der anderen Rennstrecken wieder. Und wenn du mal schauen willst, live vor Ort, was Supermotofahren überhaupt ist, dann bist du natürlich auch herzlich eingeladen, bei unseren Events vorbeizukommen oder bei der Rennaction, bei der Deutschen Supermoto-Meisterschaft, kann man auf jeden Fall auch nur empfehlen. Rennsport, hautnah zum Anfassen, da ist auf jeden Fall für jeden was dabei, da wird keinem langweilig. In diesem Sinne, euch allen eine gute Zeit, macht's gut, bis dahin, ciao, ciao. Zum Supermotofahren brauchen wir natürlich auch erstmal eine Supermoto und auf unseren Events ist da der Rennservice von André Raab, SMS Supermoto Store, mit dabei. Und André, du hast ja nicht nur eine Werkstatt, in der du die Supermotos, Endurobikes und auch Motocross-Maschinen wartest und verkaufst, sondern auch in der Deutschen Supermoto-Meisterschaft bist du unterwegs, unterstützt dort verschiedene Fahrer in verschiedenen Teams. Wir freuen uns, dich hier auf unseren TeamGF Supermoto-Trainings natürlich auch begrüßen zu dürfen. Und jetzt stellt sich die Frage bei diesem schönen blauen Gefährt TM, was macht die Marke so besonders?
Bei der TM kann man halt immer auswählen, was man will. Man kann beim verschiedene Optionen wählen, beim Fahrwerk, bei der Bremse gibt es Optionen, die Anti-Hopping-Kupplung, Felgengrößen und das Motorrad wird halt handgefertigt von einer Person, das ist keine Fließbandarbeit. Und man stellt sich halt das Motorrad zusammen und bekommt es halt ready to race, wie so andere Hersteller schon mal sagen. Ich wollte gerade sagen, ready to race kennen wir woanders her. Das heißt, man kauft nicht einfach nur das Motorrad in seiner gewünschten Hubraumzahl, sondern man kann halt, wie du schon sagst, einzelne Parts auf sich selbst konfigurieren, ohne halt später hingehen zu müssen, die einzelnen Komponenten runterzureißen, wieder teuer dazu kaufen zu müssen. Von daher ja eigentlich ein sehr, sehr schönes Paket jetzt, wenn ich das mal so sagen darf. Halt immer ein Aufpreis für die Option, aber halt, wenn ich jetzt den Öhlingsdämpfer nehme, ist es halt nicht 1600 Euro für den Dämpfer, sondern ein Aufpreis von 800, 900 Euro. Und ich habe halt das Originalteil nicht dumm rumliegen zu Hause, was ich nicht loswerde und spare Geld. Jetzt haben wir hier das Bike von Colin Beischroth. Erzähl doch mal so ein bisschen, was sind denn so an der aktuellen Supermoto-Konfiguration die Dinge, die du auf jeden Fall empfehlen würdest? Natürlich ganz klar erstmal die Anti-Hopping-Kupplung. Der E-Starter ist jetzt seit 2 Jahren immer drin. Der war vorher halt auch als Option dazu zu wählen. Andere Felgengrößen sind jetzt hier drin. Ja, wir haben den Schaltautomat original, schon seit 2015 in der TM verbaut. Bei Colin ist jetzt noch die STM-Kupplung drin. Eine Kayaba-Gabel ist Standard. Die ist jetzt hier noch von SPV überarbeitet worden. Das Fahrwerk komplett. Andere Felgengrößen haben wir drin in diesem Motorrad jetzt. Das war es eigentlich schon so im Großen und Ganzen. Die Brembo-Bremse ist original, eine andere Pumpe ist dran, andere Klötze natürlich drin und ansonsten funktioniert das schon sehr gut so. Felgengrößen beim Supermoto immer ein ganz spannendes Thema. Genauso wie bei vielen Herstellern das Thema mit der Gabel, Luft oder Öl im Originalzustand. Aber ich glaube, auf Luft, da wird hier bei TM auf jeden Fall verzichtet. Zum Glück. Zum Glück, sagt er. Reifen bzw. Felgengröße, hinten ist glaube ich 17 Standard. Ja klar, original ist 5,5 Zoll. Die meisten wollen 5 Zoll, ein bisschen agiler das Motorrad, 5,5 ist für Regen, aber gut, für Regenreifen. Und vorne liegt es halt am Reifenhersteller, den man fahren möchte. Ne? Man kann 16 Zoll wählen, wenn man Michelin-Fahrer ist, oder halt 16,5, was bei Michelin und Metzler funktioniert und natürlich auch 17 Zoll für Metzler-Reifen. Also auch da eine breite Bandbreite, nicht direkt aus dem Zubehör, abgedeckt, ja, sondern direkt von TM Original. Wenn man sich jetzt mal dafür interessiert, so ein Motorrad Probe zu fahren, einfach melden. Einfach melden, hier auf unseren Trainings, fast immer mit dabei, wenn es keine Überschneidung mit der IDM gibt. IDM-Lauf ist immer dabei, ja. Genau. Motocross-Maschinen, gibt es da auch die Gelegenheiten? Wo bist du da eventuell immer so unterwegs? Ach, da sind wir in NRW natürlich viel unterwegs, aber auch alles, was auf dem Weg liegt, oft in Italien. Aber einfach melden und vielleicht tut sich ja was auf. In diesem Sinne, Kontaktdaten blenden wir ein, hauen wir unten in die Videobeschreibung. Danken dir, André, für deine Zeit. Spannendes Thema. Schaut's einfach mal rein und ich würde sagen, bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao.